Jo, hallo liebe Freunde, hier zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Online mit mir im Partizan LP. Wer ist denn das? Charot. Wer bist denn du? Willst du eine mein Quest? Sohn ist verschwunden. Was? Meine Frau ist verwundet und mein Sohn Taren ist verschwunden. Warum stellt ihr mich so auf die Probe, Stendhal? Wir wollten uns hier nur etwas Wasser holen. Die Schlangen fielen über uns her, ehe wir wussten, wie uns geschah. Sie haben Nessa gebissen und wir sind geflüchtet. Als wir anhielten, fiel uns auf, dass mein Sohn Taren fehlt. Dann hat Stendhal uns nicht vergessen. Ich habe meiner Frau ein Gegenmittel gegeben, aber ich kann nicht von ihrer Seite weichen. Wenn ihr aber nach Taren suchen könntet, der Segen der Götter wäre euch gewiss. Ich habe ihn gelehrt, nach oben zu flüchten, wenn er in Gefahr ist. Also sucht am besten oben auf den Klippen nach ihm. So ist das jetzt. Ja, wir machen jetzt das erste Mal die orange Quest und die rote Quest, wenn sie orange ist. Sind eh sowieso eigentlich jetzt vorher, jetzt haben wir auch die rote geschafft und ich glaube nicht, dass die Schlangen jetzt ein sonderlich großes Problem gewesen wären unbedingt, aber bin natürlich immer froh, wenn da ein paar Leute da sind, die mir da helfen können. Das will ich gar nicht abstreiten. So, Elif, mein behaartes Mädchen, mein Kätzchen, ich bin hier. Willkommen. Diese kann es kaum erwarten, aufzubrechen. Elif wird nach Ragentar vorausgehen, wenn ihr bereit seid. Los geht es, verfolgt mir, Kamerad. Ja, ich bin da eh auf dem Pferd, du kannst da schon mal losrennen. Diese kann es kaum erwarten, die Luft in Ragentar zu schmecken. Jafnir besucht eine abgelegene Dwemer-Ruine kurz vor seinem Tod. Kein Zufall. Ich bin da schon gespannt, wo es hingeht. Offen gegen einen dädrischen Fürsten. Riskant, riskant. Alles ziemlich auffällig. Die Gilde solch eine Macht entgegenzustellen, töricht. Diese erinnert sich daran, wie wir gegen Goblins und Banditen gekämpft haben. Was, dieses Viech? Kleinere Aufträge. Einer und fertig, ja? Wir sind fast da. Seid auf der Hut. Ich bin auf der Hut, auch wenn ich keinen Hut anhabe. Ach, war der schlecht. Da sind wir auch schon. Ragentar. Tada! Ragentar! Willkommen in Ragentar. Die Barriere hier ist ein Vermächtnis seiner Erbauer. Sie haben diesem Ort etwas sehr Merkwürdiges angetan. Ragentar ist ganz verdreht und verzerrt. Dieser Eingang wird uns einlassen, doch er ist nicht wirklich hier, wenn ihr versteht. Zum Glück für uns hat Elif sich vorbereitet. Sie kann die Tür in unseren Blick rücken, damit sie uns einlässt. Dann mach das mal. Auf ihren Reisen hat Elif viele kleine Tricks und Kniffe gelernt. Sie hat gegen Magier, Dädra und Untote gekämpft, sogar gegen Werwölfe. Man jagt nicht so lange Monster wie diese, ohne dabei die eine oder andere Sache aufzuschnappen. Diese braucht nur einen Moment. Tja, jetzt habe ich da zwei da. Tja. Ich höre Zahnräder. Gebt Acht. Dann schauen wir da mal rein. Wir sind hier. Öffnen, bitte sehr. Ragentar. Und da werden wieder so verfluchte Dwenwa-Viecher drinnen sein. Und ich frage mich schon, was uns dann als sozusagen Endboss erwartet.
wer den Gildenmeister getötet hat und mit wem sich der Gildenmeister getroffen hat. Zuerst mal die Bücher studieren. Nichts geht über eine runde Bildung. Und auch direkt Rang 6 bei Schmiedekunst erreicht. Eine beeindruckende Taktik. Okay. Geht es euch gut, Kamerad? Wurdet ihr verletzt? Eine schützende Barriere mit etwas dahinter? Elif spürt hier große Macht. Imposant, doch diese kennt einen Zauber, um sie aufzulösen. Ja, das klingt spannend. Nicht ohne eure Hilfe. Elif wird die Kristalle im Zaum halten. Ihr müsst sie vernichten. Euch wird nicht viel Zeit zum Handeln bleiben. Der Zauber ist anstrengend und Elif kann ihn nicht lange aufrechterhalten. Sputet euch. Okay, wartet Macht drauf. Bewegt eure Pfoten, schnell! Jetzt zerstört die Kristalle. Ach so. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Und das vierte Mal. Jetzt zur Untersuchung des Körpers. Anhand der Größe, also ein Nord war im Brustkorb eingebettet, entdeckte er das Glitzern eines Gildenabzeichens. Es ist eine Falle. Oh mein Gott. Das war mir irgendwie von Anfang an klar. Jetzt ziehe ich den Bastard auch noch zu mir. Mach das weg. Okay. So, jetzt hat das weggemacht. Ja, stell dich halt direkt neben dem Vieh. So, Ohrreicher, Karl. Oh, das ist ganz cool. Aber jetzt nicht so imposant von der Rüstung her, weil ich keinen Rüstungsbonus bekomme. Geh down, du Drahtesel. Nein, war es nicht. So, auch nicht viel Besonderes. Okay. Aua. Kämpfst du da mal? Ach so, das. Boah, das. Willst du mich verarschen? Okay, tot. Ah, wo bin ich? Hier. So, nochmal. Aua, das ist einfach hardcore. Was zieht mir denn da das Leben ab? Elif, rette mich! Katzenvieh! Was trifft sie mich denn? Ja, ich bin jetzt eh tot. Jetzt kann sie mir... Jetzt will sie mir wieder helfen. Leute, ich glaube, das ist einfach noch
eine Quest zu hoch für mich. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und dann machen wir da eine andere Quest, weil das Vieh, das schaffe ich noch nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Partian LP. Tut mir leid für diesen Part. Tschüss, Leute.